Hallo und herzlich willkommen zurück zur Kaffeepausenreihe im Red Rage Gaming Crew Channel. Mein Name ist Dan und heute schauen wir uns mal das neue Sony Xperia Lineup an. Alle drei neuen Modelle und ja, viel Spaß! So, fangen wir an mit dem Sony Xperia L3. Hier haben wir den Karton, schön weiß, schön schlicht. Machen wir mal auf. Schön in Folie verpackt. So mag ich das. Ja, holen wir das Ding mal hier raus. Ja, sehr schön. Das brauchen wir nicht, weg damit. Ja, wie ihr schon seht hier, sehr schickes Gerät. USB-C-Port finde ich mega geil. Sollten alle Handys haben. Hier haben wir den Fingerabdrucksensor auf der Seite und auch den Power-Button oben drüber. Das ganze Ding fühlt sich sehr wertig in der Hand an. Da haben wir den Slot für Micro-SD-Karte und SIM-Karte. Also ich muss sagen, das Teil ist sehr schön verarbeitet. Wunderbar. Fühlt sich überhaupt nicht an wie das günstigste Modell, eher wie ein teureres. Machen wir das Ding mal an. Wie ihr schon hier seht, 18:9, 5,7 Zoll HD Plus Display mit ordentlich Helligkeit für alle Lebenssituationen. Also selbst bei Gegenlicht und auch hier unter Studioscheinwerfern macht das Ding eine ganz gute Figur. Kann man gar nicht meckern. Okay, ja, die Wallpapers sind gewöhnungsbedürftig, aber egal. Gucken wir mal, wie schnell das Ding hier die Apps lädt. Ja, Menü läuft flüssig. Machen wir mal so eine App auf. Okay, nee, das ist das Google Home Menü. Wie ihr hier unten seht, Sony hat interessanterweise alle Android-Tasten drin, obwohl die Dinger mit Android Pie laufen. Eigentlich nicht Standard beim Original Google. Ja, Apps starten schnell. Ist jetzt erstmal nur der Wecker. So. Ja. Sehr langes Gerät, nicht so breit, liegt aber trotzdem gut in der Hand. Ich habe aber auch große Hände, muss ich dazu sagen. Aber für ein Einsteigergerät gar nicht so schlecht. 3300 mAh Batterie. Und jetzt gucken wir mal, was die Kamera kann. Wobei Sony da ja eher oberes Mittelfeld bisher war. Aber die haben jetzt wirklich hier 21:9 Auflösung, auch bei Videos. Das ist ziemlich interessant. Ja, gucken wir hier nochmal auf die Rückseite. Das ist die Dualkamera. 13 Megapixel und 2 Megapixel. Macht einen ganz guten Eindruck, das Gerät. Kommen wir jetzt zum Mittelklasse-Schiff Sony Xperia 10. Schöner Karton, wieder in weiß, wieder sehr minimalistisch. Ja, bis auf Xperia 10 steht da nicht viel drauf. Machen wir das Ding mal auf und gucken wir doch mal rein. Ja, hier strahlt es uns auch schon entgegen, das 21:9 Wide Display 6 Zoll Full HD Plus. Richtig, richtig cooles Gerät. Fühlt sich sehr wertig an. Hier haben wir an der Seite den Slot für Micro-SD und SIM-Karte, das übliche. Auf der Rückseite die Dualkamera, 21:9 Format, 13 Megapixel plus 5 Megapixel und ein NFC-Sensor für kontaktloses Bezahlen. Haben übrigens alle Sony Xperias, auch das L3. Unten wieder Micro-USB-C, finde ich super. Sollte der Standard werden für alle Geräte. Schön unten die Lautsprecher. Das Ding unterstützt auch High-Resolution-Audio. Vorne haben wir nochmal die Frontkamera. Ja, fühlt sich sehr wertig an. Der Fingerprint-Sensor ist auch sehr schön. Gerade auch die Stelle an der Seite ist praktisch, muss man echt sagen. Machen wir das Teil mal jetzt an. Ich muss sofort sagen, ich bin ein bisschen geflasht von dem Bildschirm. Der sieht ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt vor der Kamera. Aber der macht einen sehr, sehr coolen Eindruck. Die Farben sehen gut aus. Der hat eine ordentliche Helligkeit. Das Ding geht wirklich gut ab. Ja, hier in dem Gerät selber, ach hier sieht man auch, hier Android 9 installiert und diesmal auch mit der Gestensteuerung, die ich persönlich ganz gut finde.
Ja, der Akku hat eine Leistung von 2870 mAh. Der soll relativ lange mit dem Stamina-Modus von Sony halten können. Da habe ich bisher mit Sony nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen hier in die Kamera. Aha, ja. Also ihr seht schon, der Bildschirm ist sehr weit. Je nach Einstellung. Gerade bei den Fotos sieht man das schon. Das Ding ist riesig. Liegt aber gut in der Hand, weil es so schmal ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Ist auch gar nicht so schwer, das Gerät. Ja, gucken wir doch mal jetzt nochmal hier. Starten wir den mal an. Und dann machen wir mal ein Foto. Ich hole mir mal ein Hilfsmittel. Bisschen was von Apple. Ja, der war scheiße. Ja, Knips Nummer 1. Ja, nicht schlecht. Also selbst im Zoom da wenig Artefakte zu erkennen. Und ich meine, ich muss sagen, ich komme von einem Google Pixel 3. Aber das Teil macht echt gute Fotos. Hätte ich nicht gedacht. Aber man wird ja immer wieder überrascht. Tja, was soll ich sagen? Es läuft flüssig. Ihr seht hier, ich habe das Ding noch nicht mal auf maximaler Helligkeit und es geht gut ab. Und es fühlt sich sehr wertig verarbeitet an. Falls ihr Interesse an einem der drei Geräte habt, ich packe euch mal Amazon-Links unten rein. Sind Affiliate-Links, also wenn ihr draufklickt, tut ihr dem Channel einen Gefallen und unterstützt uns. Müsst ihr nicht machen, wäre aber lieb. Hier auch ganz geil der Einhand-Bedienmodus, weil das Ding halt schon recht groß ist für Leute mit kleineren Händen. Wobei ich das nicht so ganz so geil finde, weil ich weiß nicht, ich kaufe so ein großes Gerät, weil ich das in so groß bedienen will, aber nicht auf halber Größe. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ist gut für die erleichterte Bedienung, aber nee, sorry. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ja, schickes Teil. Fühlt sich auch hinten echt wie wertiges Metall an, obwohl es, glaube ich, gar keins ist. Kommen wir jetzt zum Giganten im Lineup, das 10 Plus. Wie man hier auch wieder sieht, schön minimalistischer Karton. Es steht nicht viel drauf. Aber es sind 6,5 Zoll Full HD Plus Display im Karton, 21:9 Widescreen. Wie ihr seht, das Topmodell kommt ohne Folie. Nein, ich hatte es schon mal ausgepackt. Aber wir gucken uns das Ganze mal genau an. Und ja, das fühlt sich ordentlich wertig an. Schön Metallrückseite, geiles Gerät. Dualkamera hier wieder mit 12 Megapixel und 8 Megapixel Sensor und zweifach optischem Zoom, Blitzlicht da oben und NFC unten für kontaktloses Bezahlen. Sehr, sehr schön. Hier auch wieder der Fingerprint Sensor, schön versenkt. Und hier, ha, die haben übrigens alle einen Klinkenanschluss. Finde ich eine ziemlich coole Nummer. Also selbst Samsung hat das ja jetzt bei den neueren Handys teilweise wieder mit drin. Hier ist wieder der Slot für SIM-Karte und Micro-SD, sehr, sehr unauffällig, schön im Rahmen versenkt. Unten wieder USB-C und schön die Lautsprecher. Das Teil ist sehr, sehr schön, sehr, sehr schlank. Wahnsinn. Also ich bin wirklich überrascht, wie gut die Teile verarbeitet sind und gerade auch mit dem USB-C-Anschluss unten. Das macht echt was her. Es liegt gut in der Hand, es hat ein relativ angenehmes Gewicht, wertig. Und ja, gucken wir doch mal hier ein bisschen ins Android rein. Ihr seht wieder Android 9 unten mit dieser komischen Gestenpille. Funktioniert aber ganz gut. Und lädt ratzfatz. Das ist Wahnsinn. Das Teil gibt richtig Gas. So, ein Bildschirm ein bisschen runterdrehen. Der ist nämlich ehrlich gesagt sogar teilweise zu hell für die Kamera. Wer hätte es gedacht? Ein geiles Gerät. 3000 mAh Akku. Sollte für einiges an Arbeit reichen. Ihr könnt natürlich immer die Micro-SD-Karte auch reinstecken und das Ding im Speicher erweitern. Das heißt, da zahlt ihr nicht so viel drauf wie bei der Konkurrenz. Was eine schöne Sache ist. Und das Teil kann sogar je nach Modell dual sein. Das ist schon echt sehr schön. Es kann auch, wie Sony-Geräte meist können, High-Resolution-Audio abspielen, also hochauflösende FLAC-Dateien und LDAC-Dateien mit 24-Bit-Audio, was ziemlich nett ist. Das können übrigens alles. Wiegt 180 Gramm, 4 GB RAM und es hat einen Snapdragon 636 Prozessor drin. Jetzt gucken wir hier mal ein bisschen in die Kamera-App. Bups.
Ah, wieder der schöne Apple, der Apfel im Bild. Und dann gucken wir doch mal, wie die ganze Geschichte beim Reinzoomen aussieht. Wow. Okay, also ich bin geflasht. Die Fotoqualität ist wirklich, wirklich gut. Das Ding macht schöne Bilder. Das kann man einfach nicht anders sagen. Wow. Ja, Sony hat auch bei allen drei Geräten eine Akkuladetechnologie, die den Akku besonders schonen soll. Und dann könnt ihr das Ding damit schnell laden, ohne dass euer Akku schneller platt geht. Das ist eine schöne Nummer. Also ich muss sagen, Sony hat technisch echt aufgeholt. Wertiges Teil. Alle drei Geräte sind super verarbeitet. Das L3 gibt es für 199 Euro bei Amazon. Das 10 gibt es für 339 Euro bei Amazon. Und das 10 Plus für 419 Euro. Preise sind echt unschlagbar. Aber denkt dran, die Dinger sind nicht wasserdicht. Das ist ein Manko, was ich nicht so cool finde. Aber ansonsten kann man mal machen, wenn man ein günstiges Handy braucht als Ersatz oder sonst was. Auf die Schnelle. Toll. Ja, Leute. Mensch, wir sind schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, unser kleiner Review hat euch gefallen. Abo gibt's links, mehr Videos gibt's rechts. Und ich würde mich sehr freuen, euch wieder auf dem Red Rage Gaming Crew Channel wiederzusehen. Und dann kann ich nur noch sagen, bis denn, euer Dan.